Ja, hier so über der Lava stehen, wenn da noch oben überall so Viechzeug sein kann, das ist nicht so der Brüller, muss ich sagen. Hallo, hallo, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für die ganz vielen lieben netten Kommis von euch bedanken. Freut mich total, wenn ich irgendwie unter den meisten Folgen sofort drei, vier Kommentare sehe, hey, gefällt mir und so, hab abonniert. Das finde ich total klasse von euch, muss ich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das manche von euch vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Ich bin auch so ein Mensch, der durchaus gerne bereit ist, sich das anzugucken, was andere YouTuber machen. Gibt auch böse Menschen, die nennen das dann irgendwie sowas wie, was weiß ich was, keine Ahnung, Voting-Betrug oder sonst wie, weil sie glauben, das wäre nicht in Ordnung, wenn man sich als YouTuber mit anderen ein bisschen verknüpft und denen ihre Sachen guckt und so. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen komisch. Also es gibt halt Leute, die sagen, was? Das geht ja quasi gar nicht. Und das wundert mich, finde, also aus meiner Sicht ist das einfach verwunderlich. Kann man, denke ich, sehen, wie man will. Ich sehe es so, ich gucke mir gerne Sachen von anderen Leuten an, weil im Zweifelsfall sehe ich irgendwas, was ich so nicht gemacht hätte, kann vielleicht was Neues dazulernen, mir überlegen, hey, wieso hat er das so gemacht und wie mach's ich eigentlich? Oder habe ich mir vielleicht überhaupt gut überlegt, wie ich es mache? Und es gefällt mir auch, wenn ich von anderen so den Kommentierstil mal höre und merke, ah ja, bei dem läuft es so und so. Also ich sehe da eigentlich nichts Schlechtes drin, sage ich jetzt mal. Wenn man gegenseitig sich auch ein bisschen abonniert, bisschen guckt, was die anderen so machen, auch gerne mit anderen Leuten mal zusammenspielt und so, habe ich persönlich gar kein Problem damit. Wenn ihr das als irgendwie geht gar nicht ansieht, dann tut es mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Ich hoffe mal, dass es für euch jetzt zumindest kein No-Go ist in dem Sinn, als ihr hoffentlich sagt, ich kann auch jemanden abonnieren, der das so macht. Würde ich mir einfach wünschen, weil, und vielleicht versteht ihr auch jetzt, wo ich es erklärt habe, warum ich das zumindest so mache, warum man das so macht. Also einer der Gründe ist schon auch, ich gebe es offen zu, weil es natürlich schon besser aussieht, wenn man sagt, hey, ich habe 35 Abonnenten, als zu sagen, hey, guckt mal, ich habe schon vier Abonnenten und ich habe auch nie woanders mal einen Kommentar dagelassen, um für mich Werbung zu machen, beziehungsweise auf mich aufmerksam zu machen, einfach auch nur. Ich muss sagen, die Leute, die sich da am größten drüber aufregen, sind eigentlich meistens die, die es erstens täglich machen. Die habe ich so den Eindruck zumindest. Das sind genau die, die täglich zu finden sind bei den großen Kanälen und da ihre Kommentare hinschreiben, zum einen. Und zum anderen sind es auch ganz oft eben die, die dann halt auch sagen, ja, das taugt ja dann auch alles nix, was die Leute da so machen. Andererseits frage ich mich halt, ja, woher soll ich denn dann sonst irgendwie überhaupt jemanden finden, der mich jetzt abonnieren mag, ja? Also, wenn ich mich nirgends blicken lasse sozusagen, wenn ich nie bei jemand anderem reingucke, klar, ich kann irgendwie in meinem Bekanntenkreis privat und weitergeben, hey, ich mache da jetzt Minecraft auf YouTube und so, habe ich auch gemacht, habe da auch teilweise Interesse gesehen. Bei Facebook zum Beispiel habe ich da was gepostet und da waren manche meiner echten Freunde, also Freunde aus dem echten Leben, auch interessiert und haben das gemocht und auch Verwandte von mir fanden das ganz nett. Und muss ich aber ganz ehrlich sagen, da ist das Interesse teilweise auch schon wieder ein bisschen zurückgegangen seitdem. Und das liegt, glaube ich, schon auch daran, dass die halt gesagt haben, okay, ich gucke mir das mal an, das ist irgendwie witzig, dass du das jetzt machst. Aber eigentlich ist trotzdem Minecraft so halt nicht meins, weil aus unterschiedlichen Gründen vielleicht auch. Meinetwegen, meine Mutter ist irgendwie fast 80. Es ist jetzt bei euch vermutlich irgendwie unvorstellbar, so gut wie, ja. Ich bin aber schon eben ein bisschen älter und dann ist es halt so. Also die würde niemals Minecraft spielen und die würde sich, glaube ich, halt auch einfach keine solchen Videos angucken, ja.
Die guckt sich das mal an, dass ihre Tochter das macht, wundert sich vielleicht ein bisschen, denkt sich, Mensch, könntest du mit der Zeit auch was Besseres anstellen oder so. Aber das ist jetzt nicht so, sage ich mal, der Zielkreis an Leuten, die ich da ansprechen möchte, einfach. Ich will halt eigentlich auch Leute ansprechen, die selber gerne spielen oder die eben anfangen zu spielen, beispielsweise. Okay, da ist der eine Zombie-Spawner hier oben. Ah, ich glaube, da ist jetzt die Schlucht, wo der zweite ist. Da war ich jetzt nämlich gerade hin unterwegs, während ich euch hier so die Geschichten erzähle. Jedenfalls wollte ich nur mal so gesagt haben, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mir jemand unter ein Video schreibt, hey, hab dich irgendwie, find deinen Channel lustig und guck doch auch mal bei mir vorbei. Also gibt vielleicht Leute, die werden da böse oder finden das nicht in Ordnung. Das ist jetzt bei mir wirklich überhaupt nicht so. Das ist jetzt aber doch die Schlucht, wo ich mit dem Ha, verstehe. Also, oder auch nicht. Das ist die Schlucht, wo wir vorhin waren, in der Folge 8 und den Skelett-Spawner deaktiviert haben. Ist dann am Ende gar der Spawner für die Zombies da oben? Kann das sein? Dann muss ich jetzt doch nochmal hier entlang gucken. Okay, dann hatte ich vielleicht doch halb recht, sozusagen, das letzte Mal, dass hier in Wirklichkeit doch dieser Zombie-Spawner mit in derselben Schlucht drin war. Wow. Ja, hier so über der Lava stehen, wenn da noch oben überall so Viechzeug sein kann, das ist nicht so der Brüller, muss ich sagen. Also wie gesagt, wenn ihr findet, das ist ganz schrecklich, dass ich das so sehe, argumentiert gerne in den Kommentaren, warum ihr das anders seht. Ja, also ich würde hoffen, dass ihr trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen mich abonniert, wenn ihr sagt, das ist eigentlich voll in Ordnung, dass jemand auch bei anderen mal reinschaut, was die so machen. Ich finde es eigentlich fast, wenn man sich irgendwie weiterentwickeln will oder wenn man halt überhaupt mal rumgucken will, auch was gibt's denn? Also ich meine, ich interessiere mich halt auch für Minecraft. Es tut mir ja leid, ja. Ich habe das schon immer gemocht und ich habe früher dazu nicht kommentiert. Das ist nämlich auch immer so ein harter Kritikpunkt. Ja, du hast ja sonst nie was dazu geschrieben und jetzt plötzlich kommst du. Nein, verdammte Axt! Ah, jetzt habe ich mich ablenken lassen von meinen Stories. Ich sehe es gerade. Ach, ist das hart. Man sieht nicht mal, was passiert ist, aber ich habe es gemerkt. Ein Zombie hat mich geschubst und ich bin in der Lava. Da werde ich wohl einfach gar nichts mehr machen können. Ich versuche es jetzt mal mit Speichern und zurück zum Hauptmenü. Ich weiß nicht, ob ihr den Trick schon mal ausprobiert habt. Und gehe dann ganz kurz danach wieder rein. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause zum Ausruhen. Und dann fange ich aber auch gleich in der Folge nochmal an und versuche diese völlig verfahrene Situation eigentlich schon doch noch zu retten. Vielleicht zumindest noch ein bisschen was von meinem Zeug zu retten. Weil ich bin ja nun leider auch schon total beschädigt gewesen, bis es soweit war, dass ich es geschafft habe, hier drauf zu drücken. Und ich habe ja auch keine Cheats an und nichts hier. Okay, dann hoffe ich, ihr bleibt gespannt dran. Bei euch geht es ja auch gleich in 2, 3 Sekunden weiter. Bei mir dauert es jetzt halt einfach noch 5 Minuten, damit ich mich wieder ein bisschen halbwegs fit machen kann dafür, für die Rettungsaktion. Dann bis gleich. So, jetzt erkläre ich mal ganz kurz, was ich mir ausgedacht habe. Und zwar war mein Plan jetzt, dass ich so schnell wie möglich. Oh mein Gott, es hat ja sowas von gar keinen Sinn mehr. Okay, der Plan wäre gewesen, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, wäre gewesen, dass ich hier mich wiederbelebe und versuche rauszukommen. Indem ich mit dem Wassereimer eventuell 2 Felder ablösche. Aber nachdem das Wasser jetzt sofort verpufft ist, beziehungsweise halt zu Dampf wurde quasi, dadurch, dass es eben mit der Lava zusammenkam, da habe ich irgendwie nicht gescheit mitgedacht, glaube ich. Vielleicht auch. Auf jeden Fall hat das jetzt nett funktioniert, wie ihr gesehen habt. So viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. Dann war es auch ein bisschen unklug von mir, merke ich jetzt dann, wo es soweit ist, dass ich da so viel Zeug mit runtergenommen habe gleich mal, weil jetzt stellt sich heraus, den Bogen, den hätte ich gerne behalten, ne?
Ja, und jetzt muss ich eigentlich auch gleich nochmal Holz fällen gehen, sonst haben wir nämlich noch nicht einmal ein Stöckle, um uns ein Schwert zu machen. Aber ist ja nicht so wild. Dann geht's halt wieder so ein bisschen von vorne los. Passiert, passiert, passiert. Es ist mir schon oft passiert. Ich muss sagen, man könnte fast denken, ich könnte das mittlerweile mit dem Schwimmen in der Lava, aber irgendwie sagt Minecraft doch immer wieder, nee, hat nicht und hat's versucht, aber bedeutet immer, hat nicht richtig funktioniert, so wie du dir das dachtest. Leider funktioniert das dann immer nicht so, wie ich gerne hätte. Okay. Dann, überlege ich mal, tue ich mir vielleicht hier noch einen Block weg auch. Und habe mir gerade gedacht, vielleicht sollte ich diesen komischen Pfahl hier mal ersetzen. Und zwar durch so eine Art Marterpfahl. Was haltet ihr denn davon? Also ich bin ja jetzt schon gerade zum zweiten Mal hier in dieser Welt gestorben. Vielleicht sollte ich das einfach mal so dokumentieren. Habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht. Ich habe schon mal überlegt, ob ich so einen kleinen Friedhof machen soll, wo immer ich drauf liege, sozusagen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht mache ich da einfach mal so Schildchen dran. Und wenn ich dann in die Mine gehe, dann erinnere ich mich vielleicht auch so ein bisschen wieder, wie das so war und dass man da aufpassen sollte und nicht einfach Blödsinn macht und solche Sachen, ne? Also ich meine, gut, man kann natürlich ganz viel Blödsinn machen, auch in Minecraft. Dafür ist es ja ein Spiel, sonst wird es ja wohl auch keinen Spaß machen, wahrscheinlich vielen. Aber man muss ja vielleicht nicht doch ganz jeden Blödsinn mitmachen. Jetzt, also gerade in der Lava schwimmen zum Beispiel, finde ich, hätte ich mir jetzt echt sparen können. Macht ja insgesamt aber zum Glück jetzt auch nicht so viel aus. Jetzt, wo ich da bin, kann ich mal in aller Ruhe und Gemütlichkeit hier schmelzen Zeug. Und jetzt ist es plötzlich gar nicht mehr so eilig, ne? Und dann mache ich mal hier zwei so Schildchen vielleicht. Oder drei macht man auf einmal. Und den heutigen Tod, den werde ich jetzt gleich anschlagen. Was haben wir denn da? Und heutiges Datum, 21. oder? Könnte schon sein. Vielleicht bin ich euch auch einen Tag voraus. Ich habe vielleicht vorgedreht. Okay, dann gucken wir mal. Die anderen, das alte Schild sozusagen und das nächste. Ah, ja. Ich fürchte, es wird in jedem Fall immer auch ein nächstes geben. Naja, gut. Eine Sache ist zumindest gut gelaufen. Ich habe diesmal zum Glück keine Dias dabei gehabt. Die habe ich ja das letzte Mal gefunden. Habe sie jetzt ganz brav hier in die Kiste gelegt. Habe mich vorhin tatsächlich, wo ich runtergegangen bin, sogar noch geärgert, dass ich sie vergessen habe kurz. Habe es, glaube ich, nicht dazu gesagt, weil ich gedacht habe, ach was, lässt sich alles später auch noch machen und so. Aber das war ja jetzt wohl dann besser so, ha? Dann haue ich mal jetzt das Eisen rein in den Schrank hier. Schrank, nee, Ofen war das. Gut, ganz so durcheinander kommen müssen wir dann auch wieder nicht. Die Pickaxe ist ziemlich durch, deswegen hatte ich die nicht dabei. Dann nehme ich doch gleich mal noch einen Eimer mit wieder. Und vielleicht setze ich ihn ja diesmal auch ein, bevor mir nochmal so eine Geschichte passiert. Wer weiß, wäre schon schön. Dann bastel ich mir wieder ein Schwert. Oh, hey, hab sogar einen Erfolg erzielt dadurch zu den Waffen. Anscheinend habe ich mir, seit ich irgendwie den Crafting Table hier unten zusätzlich gemacht habe, noch keins gehabt. Okay. Ja, mit dem Bogen hier muss ich sagen, das wäre auch mal, hätte ich mir auch eigentlich sparen können, dass ich da den besten mitnehme, aber das konnte ich ja nicht ahnen in dem Sinn. Höre ich hier irgendwelches Gekrusche? Nee, nicht so richtig. Ist nichts Gefahr im Verzug? Mal gucken.
Ich lass mich mal wieder überraschen, wenn's blöd läuft. Ja? Okay. Dann kehre ich mal nochmal ganz kurz zum vorigen Thema zurück, auch wenn es jetzt wirklich vielleicht ein Zeichen war, dass ich das nicht so weit verfolgen sollte. YouTuber, die andere haten, weil sie jetzt Kommentare unter Videos machen und früher weniger kommentiert haben, bevor sie einen Channel hatten, ist mir aufgefallen, sind vor allem genau die YouTuber, die da halt jedes Mal kommentieren und die sagen dann, ja, aber ich mache das ja schon immer. Und du, Nase, neuer Mensch, der da jetzt gerade mit YouTube anfängt, du machst es jetzt erst seit ein paar Tagen. Und das finde ich eben das Verwerfliche daran. Da würde ich jetzt dazu sagen, irgendwie verstehe ich die Sichtweise auch, ja, dass man da bezichtigt wird. Man würde das ja nur machen, um da Leute auf seinen Channel zu verführen. Und gerade die, die das immer machen, die machen das ja vielleicht eben, weil sie sonst niemanden finden, der sie gern guckt, weil das wäre ja auch sonst schwierig und überhaupt, weil wer kann denn sowas schon mögen, was du machst, etc. Andererseits sage ich aber, ja schön, erstens, wie soll ich denn sonst Leute finden, die es vielleicht interessieren könnte? Also Leute, die Minecraft gucken, die gucken ja vielleicht dann eben auch eher die größeren Channels auch. Und da kann man halt eben dann mehr Leute auf die Schnelle auch vielleicht finden, die einen mal mögen. Zum einen. Und zum anderen würde ich auch sagen, naja, ich habe jetzt zum Beispiel bis tatsächlich Dezember 2014 nicht annähernd überrissen, was da an Aktivität auch ist zu Minecraft bei YouTube. Ja, also ich habe immer mal davon gehört, dass das Leute gucken und das witzig finden und da Let's Plays machen. Ich habe mich nur oft gefragt, ach was, warum guckt man die denn? Und ich spiele lieber oder so, als zu gucken. Da gucke ich es mir doch nicht an, wie jemand anders spielt. Da spiele ich doch lieber selber. Aber jetzt, wo ich es mir dann eben mal angeguckt habe, ab Dezember 2014, habe ich festgestellt, eigentlich sind die Sachen, die Leute da machen, teilweise total cool. Also es gibt auch Leute wie mich, die können es nicht. Ja? Muss ich ja jetzt auch mal so sagen. Nein, ich kann ja ein bisschen was. Aber ich kann halt viele Sachen einfach nicht. Und einer der Gründe dafür ist, glaube ich, schon auch, dass ich halt sowas früher nie geguckt habe, sondern einfach so mein Süppchen gekocht, habe genau das gemacht, wo ich dachte, hey, ich mag meinetwegen jetzt, was weiß ich was, mir gefällt Survival, da probiere ich dann eben viel Survival zu machen. Ich spiele mal auf einem Server und solche Sachen habe ich auch gemacht. Aber es war nie so, dass ich mir irgendwie groß überlegt habe, ja, wie könnte man das zum Beispiel effektiver großartig machen? Ja, Mai, dann renne ich halt mal doppelt so lang durch die Höhlen oder so. Mir war das am Anfang, wo ich da eben erstmal gespielt habe, huiuiui, fast reingefallen. Das lohnt dann nicht, auch nicht für Obsidian, auch nicht, wenn der 10 Sekunden zum Abbauen braucht mit einer Diamond Pickaxe, die nicht verzaubert ist. Muss ich mal wieder ein bisschen besser aufpassen, scheint mir. Also, ich baue jetzt hier nebenbei gesagt gerade mal Obsidian für einen zukünftigen Zaubertisch ab und ich glaube, nur so zur Sicherheit stelle ich mich jetzt auch mal hier in diese Pfütze von Wasser. Das ist nämlich ganz angenehm, weil dann kann man nämlich nicht von der Lava verbrannt werden, wenn man im Wasser steht, gell? Sondern das Wasser fließt erst raus aus der Stelle, wo man ist und strömt eben idealerweise auch dahin, wo man abgebaut hat, sodass es dann dort auch die Lava löscht, falls da welche ist und man dann eben den Gegenstand, den man da abgebaut hat, auch kriegt. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Jetzt könnte es auch durchaus sein, dass der weg ist. Ja, leider. Na gut, es ist aber kein großes Drama. Einen Obsidian verloren. Mei, es dauert halt jetzt leider nochmal 10 Sekunden. Also genau, und auch im Dezember, ja, ich muss sagen, ich stelle mich dem Vorwurf, habe ich dann nicht gleich angefangen, diese Channels zu kommentieren, die ich da entdeckt habe und auch abonniert habe und mir gerne angeguckt habe. Jetzt liegt das aus meiner Sicht aber auch daran, dass ich mir das halt angeguckt habe und mir dachte, okay, was schreiben die denn da alle in diesen Kommentaren? Also es ging wirklich zu vielleicht 80% so meiner Wahrnehmung nach eben um dieses Thema, dass YouTuber sich gegenseitig so ein bisschen an,
meckern und sagen, hey, so geht das nicht und du kannst nicht immer hier rumkommentieren, das machst du doch nur deswegen, bla bla. Und das war mir irgendwie zu doof, muss ich sagen. Also da dann auf die Diskussion einzugehen, hatte ich keinen Grund, muss ich sagen auch. Und ja, genau. So viel zum Thema, warum habe ich nicht schon eher mal kommentiert? Einer der Gründe war tatsächlich so vielleicht auch diese quasi Diskussionskultur, die da Einzug gehalten hatte, wo eben ganz viele Leute vielleicht auch quasi gut meinend, ja, also das durchaus so meinend, dass sie sagen, ja, mir macht es dann halt keinen Spaß, wenn ich den Eindruck habe, die anderen, die hier reden, die reden meinetwegen nur, weil sie eben geguckt werden wollen oder so. Das nervt mich als Fan sozusagen von diesem YouTuber. Das sehe ich auch ein, muss ich sagen. Vielleicht würde mich das, wenn ich es nicht von vornherein so kennengelernt hätte, auch nerven. Aber ich kenne es halt nicht anders sozusagen. Also ich kenne das eben bei YouTube eigentlich noch nicht so lange. Und da war es schon so, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und ja, ich kann verstehen, dass man davon genervt ist. Ich verstehe jetzt allerdings immer noch nicht, wo ich hier meinen Spawner hatte. Und anscheinend doch nicht hier, schnüff, schnüff. Okay, dann bin ich auch quasi ganz umsonst hier in die Lava gestürzt. Aber dann schaue ich jetzt trotzdem einfach mal da drüben rein, weil das interessiert mich jetzt doch. Das konnte ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Auch ich meine, ich habe es gehört, dass da ein Zombie war, aber wo ist der denn hierher gekommen? Den muss ich ja dann einfach im Dunkeln auch einfach nicht gesehen haben oder so. Die Hacke hätte ich mal oben lassen können noch. Also falls ihr euch fragt, warum habe ich die Pickaxe wohl weggelegt, die Diamantpickaxe und die gerade erst mit viel Mühe gewonnenen Obsidian, um sie zu schützen, logischerweise. Okay, also ich verstehe es jetzt nicht so ganz, was hier passiert ist vorhin. Irgendwie hatte ich gehofft, ich könnte das jetzt aufklären, wenn ich hier rüber gehe, aber es gibt mir fast mehr Rätsel auf. Da hockt doch eine Spinne und ein Skelett ist dahinter oder sowas. Nee, es ist einfach nur eine Spinne. Sehr nett. Ah, und schon habe ich den großartigen Erfolg erzielt. Monsterjäger! Hey! Ich habe ein Monster getötet. Huhu, okay. Naja, es geht doch auf jeden Fall vorwärts. Ich bin ein Monsterjäger. Ich schaue jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen auch durch die Höhlen, wo denn meine Zombie-Spawner-Ecke gewesen. Nein, da ist ein Spawner. Ach du Himmel, das ist ein neuer. Nein. Oh, weia. Da muss ich jetzt aber busy gucken, dass ich wegkomme, weil die können mich einfach knallhart überrennen, die Jungs, wenn die. Ah, jetzt lasse ich mich von denen in die Ecke drängen. Das sollte ich auf gar keinen Fall tun. Tatsächlich. Okay. Also diese Fackeln an der Seite, ich habe schon gesagt, zumeist ist es eigentlich wichtig, man hat. Hier macht es auch Sinn, drumherum auszuleuchten, scheint mir. Am wichtigsten ist es eigentlich, man hat ausgeleuchtet. Aha, da hinten anscheinend auch. Komme ich jetzt aber von hier nicht so gut hin. Man hat direkt drumherum ausgeleuchtet und dann vielleicht auch noch mal um die Ecke rum sozusagen oder schräg unterhalb. Und diese Stelle hier, ob das so viel bringt, weiß ich selber nicht. Jetzt merke ich es erst. Ich habe gar nichts zu futtern dabei. Na sowas. Und ich kann das den Creeper da auch gar nicht abschießen, leider. Aha. Na gut. Na sowas. Ja, hätte ich vorhin nicht so viel Kekse mitgenommen. Ich war so gierig. Mensch, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Frustkeks übrig. Sowas. Das hätte mir nicht passieren sollen. Da habe ich wohl vergessen, mein Inventar umzusortieren. Ein bisschen noch, bevor ich losgezogen bin. Übermütig, wie ich war. Als ich noch nicht ahnte, dass ich bald sterben würde und alles, was ich gemacht hatte, umsonst sein könnte. Ja, naja, alles war ja zum Glück nicht ganz umsonst, aber ein bisschen was halt.
So einiges ist, glaube ich, schon mit mir in die Lava gefallen, was nicht hätte sein müssen. Sag ich mal, das hätte man gerne auch anders haben können. Okay, es geht hier überall weiter mal wieder. Der Wahnsinn. Dann werde ich jetzt vielleicht einfach mal die Sachen bei dem Zombie-Spawner zusammenräumen. Okay, es ist aber ein gutes Stück eigentlich weg von Stellen, wo man hinkommt, auch so ein bisschen. Und dann wieder umkehren und die Sachen heimtragen. Allerdings höre ich tatsächlich auch immer noch Zombies spawnen, weil ich es wohl nicht geschafft habe, komplett drumherum auszuleuchten. Also wird sich's auch lohnen, hier nochmal vorbeizugucken, wahrscheinlich. Gut, gut, gut. Naja, wir wollen ja keine endlichen Aufgaben, sondern unendliche, oder? Also gerade in Minecraft finde ich, ist das so eins der Features eigentlich vom Spiel, dass man so bissele schon auch unendliche Aufgaben hat, weil halt einfach so viel. Oh, sehr nett. Ein Name Tag habe ich bekommen. Und dann nehme ich mal die andere Kiste auch noch ganz mit sogar. Was war denn da noch drin? Ah, ein Sattel. Und sogar schon wieder eine Schallplatte. Ja, langsam habe ich ja mehr Schallplatten als Plattenspieler. Naja, gut, hatte ich schon vorher auch. Ist vielleicht nicht so die Erkenntnis jetzt gewesen. Na gut, dann sollte ich wohl mal umkehren. Vielleicht haue ich doch mal den Block da weg, ha? Jetzt, wo ich wieder Hunger habe. Ist es Zeit, nach Hause zu gehen? Das erinnert mich. Das ist sehr vernünftig. Okay. Ja. Gut, das waren dann meine Gedanken zum Thema YouTube. Darf man einen anderen YouTuber abonnieren oder geht das gar nicht? Ja, ist, denke ich, jetzt erstmal alles gesagt, was mir dazu jetzt so eingefallen ist. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder Meinungen zum Thema, die ihr gerne loswerden wollt. Ich bin einmal gespannt, was ihr so sagt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann packe ich mich hier mal langsam zusammen. Ah, ich muss ja noch über die Schlucht, oder? Ich bin noch immer auf der anderen Seite dieser merkwürdigen Schlucht. Dann sollte ich vielleicht doch nicht so lange hier rummachen mit dem Abbauen von Sachen noch. Ich hab's ja noch ein Stück weit bis nach Hause. Und da oben habe ich natürlich schon wieder vergessen abzusichern. Und hier unten auch. Na schön. Okay. Dann kann ich aber zumindest, nachdem ich hier das letzte Mal war, mich wieder runterbuddeln und ein bisschen was abbauen von diesen Kiesblöcken hier, damit ich wieder ein paar hab auch, falls ich das nächste Mal wieder gerne wo hoch möchte, dass ich nicht dann ohne dastehe. Und dann laufe ich doch mal zurück nach Hause in der Hoffnung, dass ich da noch lecker Essen finde. Da ist ganz sicher was. Irgendwas werde ich schon noch haben. Und wenn nicht, dann mache ich mir eben was. Kekse oder mal gucken, vielleicht auch Brot. Ist noch welches da ist. Ich höre hier in der Ecke auch noch einen Zombie tatsächlich. Aber. Ah! Oh Mist. Okay. Das ist jetzt natürlich insofern kein Wunder, weil da oben ist es ja stockfinster. Okay, der hat sich da unten erschlagen, direkt neben der Lava. Da fiel, glaube ich, doch, es fiel sogar was ab. Soll ich da hinhupfen, wenn mich da einer erwischt? Ja, das ist schon ein bisschen arg riskant, oder? Ha! Weiß jetzt nicht. Ich probiere es, glaube ich, einfach mal. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, die haben sich da schon nach unten begeben, soweit sie gedacht haben, sie müssten das. Und wenn nicht, dann eben nicht. Nehme ich doch mal, wo ich eh schon gerade einen Eimer dabei habe, hier die Lava weg. Und guck mal, was da dahinter dann sich so sehen lässt. Aber diese dunkle Ecke da oben, die war mir definitiv jetzt gerade auch neu. Also die habe ich irgendwie, glaube ich, bei meiner Höhlentour hier in der Ecke auf jeden Fall übersehen gehabt. Ah, da drunten scheint aber nicht mehr viel zu kommen, so wie das jetzt aussieht. Das ist. Ah, ich höre aber wieder irgendwas grummeln.
Naja, also da scheint auf jeden Fall, vielleicht setze ich die Lava doch mal wieder hier rein, damit es hier nicht ganz so dunkel wird, wenn ich hier nochmal vorbeikomme, dass das nicht ganz so unangenehm wird. Weil das will ich mir vielleicht schon noch mal anschauen, was da unten so los ist. Okay. Das ist, glaube ich, auch diese eine Höhle vom Anfang, von oben betrachtet. Und hier habe ich mich, glaube ich, hochgebaut selbst vorhin, ja, genau, auf dem Weg durch die Höhlen. Okay. Na, dann packe ich doch jetzt mal meinen Krempel wieder zusammen. Genau, hier ist meine Obsidianstelle gewesen. Zack, zack. Und dann schaue ich mal. Jetzt fällt mir gerade erst auf. Ich habe nicht mal geschaut. Ich habe ja was zu essen. Ich Dummi. Also das hätte ich mir ja denken können. Bei dem Spawner war einfach was zu essen dabei gewesen. Na gut, macht nichts. Ich denke, es war trotzdem schlau, jetzt umzukehren mal wieder. Weil, ihr habt's ja gesehen, ich sterbe immer mal wieder schneller, als ich je gedacht hätte. Ach du Himmel. Okay. Die muss ich jetzt einfach machen. Wow, eine Hexe, die erste Hexe hier. Okay. Ah, ich will heim, ich will heim, ich will einfach nur noch heim. Die hätte ich nicht gebraucht jetzt gerade. Die hat mir jetzt echt noch mal einiges an Nerven gekostet. Puh, wenn ihr Minecraft kennt, wisst ihr vielleicht warum. Hexen sind schon relativ gefährlich. Sind mit die gefährlichsten Gegner überhaupt, weil es passieren kann, dass die einen Gifttrank auf einen schmeißen, der einen auf ein halbes Herz runterzieht, egal wie gut man so an sich gerüstet ist. Und sobald man eben versucht, vor denen wegzulaufen, versuchen sie einen eben erstmal zu verlangsamen mit einem Langsamkeitstrank und dann zu schwächen und alle möglichen solchen hässlichen Dinge. Und da hatte ich jetzt nun gerade überhaupt gar keinen Bock drauf, mit dem schönen Obsidian und der Pickaxe irgendwie vielleicht doch nochmal in der Lava zu landen auf die Schnelle. Zweimal in einer Folge, das wäre mir zu viel gewesen, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, ja. Also das hätte es echt nicht gebraucht. Puh, okay. Dann hoffe ich, es war spannend für euch zum Zugucken. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Vielleicht ist es ja sogar was, wo ihr sagt, hey, abonniere ich mal, gucke ich mal, was du sonst noch so machst. Das würde mich total freuen. Und dann sage ich mal, bis demnächst. Ciao!